Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Crafting Dead. Heute wieder mit dem. Feiler, hallo Leute. Ja, der Shuffle Gum Gum LP ist leider heute verhindert, aber wir machen das jetzt zu zweit und dann starten wir doch gleich mal. Es wird hier So. gerade Nacht. Wollen wir die Nacht Und noch ich würde hier sagen, wir ziehen mal machen? weiter. Okay, dann. Ich folge dir mal. Ja. Ach, folgst du mir? Hast du die Playlist gestartet? Ja. Ja, ich höre noch nichts. Wo wollen wir denn mal hin? Achtung, hinter dir ist ein Zombie. Zombie, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh. Ich habe ihn gekillt. Aber ich habe dir einen Schaden. Oh. Tut mir leid. Schon gegangen. Gehen wir mal weiter. Boah, man sieht hier so wenig. Also das heutige Thema wird sein Rassismus. Ja, das kennt wahrscheinlich jeder, jeder Mal war irgendwo fremd. Und ja, das ist eigentlich nicht ganz so schön. Manche finden es lustig, manche nicht. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht so lustig. Ich habe Mitleid mit dem Opfer, sage ich mal so. Also ich sollte erwähnen, ja. Mein bester Kollege ist ein Farbiger und ich bin auch mit dem Rassismus, also das ist für mich eigentlich das Schlimmste, was man machen kann an anderen Menschen wegen seinem Fehler, weil er ja anders ist, zu diskriminieren. Folgst du mir? Ja. Ich bin im Baum, ich bin im Baum. Oh, Zombie, Zombie, Brother. So, Kids gehen mit Schiss. Munition sparen, schon mal gehört. Oh, da hat's Häuser. Ja. Guck er die Häuser rein. Also eben. Zum Beispiel letztens hatte ich mal Fall, also nicht Fall, aber hatte ich gehört, dass jemand so zum Opfer gemacht, also zum, ja, zum Opfer gemacht worden war. Und der ist, hat dann eine Anzeige geschafft. Einfach so. Ich hab wenig Leben, ich bleib mal hier kurz. Bin nice. Ja, was sagst du denn dazu, Janik? Ja, ich habe auch schon gehört. Und es ist ja eigentlich gesetzlich nicht erlaubt, zu diskriminieren, aber man macht es trotzdem. Ja, also ich fände, man sollte diese Leute anzeigen und dann mindestens eine Geldstrafe verlangen. Ja, ich habe eben gehört, dass einer mal eine Geldstrafe von 1000 Franken und 2000 zur Wiedergutmachung genug tun, also Wiedergutmachung muss ich sagen. Ja, das ist super. Wie schön, wie schön. Dass man jetzt gibt's auch die Geldstrafe. Ja, also ich finde das gerecht. Ja, also, ja, eigentlich schon. Außer wenn du der Rassist bist. Gut. Sagen ja alle, ja, das ist so fair, ja, wieso? Hey, ich trinke nicht noch die schneller Leute. Kurz. Ach, ich will einen Menschen. Ich schließe mich dem an. Dort, dieses Dorf ist cool und dort hinten hat es ein AKW. Wo wollen wir hin? Dort? Geh mit uns hier. Zum AKW? Ja. Okay. Was ist das dort hinten? Siehst du das? Ist das Zuckerrohr? Wo, was? Das extrem hohe Zuckerrohr. Ja. Da ist es. Oho, jemand war wohl ganz langweilig. Ja, aber man kann ja nicht bauen. Wow. Ich glaube, ich werde hier gerade abgeknallt. So will es sein. Keine Ahnung. Wir müssen aber vor. Ja, stimmt, wir nehmen das ein bisschen zu unvorsichtig, weil es hat ja auch andere Spieler, die auch bewaffnet sind. Lauf nicht in den Lauf. Ich gebe mir die.
Was hast du jetzt eigentlich alles verbraucht? Ich habe Glock 21, AK 47, FD Suppress, Lee Enfield, AK, MC 40, so, M9 und noch ein paar mehr. Du hast so viel das Ganze. Ja, wo bist du? Also, ich habe nur so viel ja. Und cool, Leuchtfeuer. Sonst kann ich die aktivieren, falls wir uns nicht befinden. Ich habe 3 Feuer. Warte, ich tu mal eine aktivieren. Siehst du mich schon? Ich bin überall. Ich hab 3, ja. Warte, ich bin. Ah, ich hab's gesehen. Hoho! Thing that nein. Drowns me, makes me want to play. So, 2 Schüsse, der ist down. Jetzt regnet es natürlich, was nicht so gut ist. Ich hoffe jetzt mal. Oh, Bandage. Niemand hat sich hier verbarrikadiert. Das wäre nicht so toll. Der schießt uns dann gleich, wenn wir. Janik, wo bist du? Arza, wo bist du? Soll ich gleich mal? Nee, warte, ich komm mal raus. Oder ich mach Leuchtfeuer. Ich glaube, ich bin im Spital. Ich hab's schon gemacht. Oh, Morphium, nicht schlecht. Oh, ich seh dich. Morphium hab ich was. Siehst du mich? Ich schieß dich gerade mal. Oder? Ich geh jetzt ins Haus. Geh mir mal noch drüber. Ich folge dir. Kann es sein, dass du ein bisschen verletzt? Ja, nein. Bei mir ist es wieder so, dass du unter Wasser stehst. Jetzt unter Wasser. Und jetzt. Ah ja, das kann sein. Jetzt kackst du gerade Gras. Macht sicher nichts. Was ist hier so hell? Hat es hier Lava? Ein Leuchtfeuer ist das nämlich nicht. Nein, ich habe auch keins aktiviert. Da ist immer noch dieser Turm da auf Zuckerrohr. Ja, ich gehe mal dort hinten und probiere ihn abzubauen. Aber es hat extrem viel Zuckerrohr hier. Das wäre das Paradies bei Modpacks. Also bei anderen Modpacks. Hm. Nee, man kann ihn nicht abbauen. Hey, dort hinten hat es nochmal ein. Du wirst akzeptiert, wenn du funktionierst. Du brauchst ein genormtes Leben. Keine Zeit verlieren, alles funktioniert. Dein Lebenslauf ist vorgegeben. Immer konsumieren, rennen, rezipieren und dir im Boden leben. Aha, du kritisierst, du kannst es nicht riskieren, einen anderen Weg zu gehen. Du bist in Baugeborgenheit, du bist geboren. Schon im Kindesalter lernst du, Zeit geht schnell verloren. Das Leben ist ein Wettlauf und jeder will nach vorn. Wenn du auf der Strecke bleibst, wirst du eingefroren. Ich hab's auch nicht. Wir sind programmiert und die Zeit diktiert.
die wir uns fortbewegen. Immer mehr lancieren, sich profilieren und stets sein Bestes geben. Profite maximieren, Abläufe optimieren, jeden Moment effizient im Leben. Wir sind am Rotieren, bis wir kollabieren, nur mit am Rad zu drehen. Alle wollen immer mehr, alle rennen nur hinterher, als wenn morgen schon heute wäre. Jeder will der Beste sein, keiner will der Letzte sein, jeder rennt und hetzt allein. Heute wird da mein Fest, ist ewig haltbar, mal schnell, mal langsam, bewegt sich die Zeit. Der Mensch setzt Standards von Uhrwerk bis Schalter, strukturiert den Alltag und verdreht die Zeit. Das Ergebnis Hektik, kompletter Hackback, Zeit fehlt immer, ein ständiger Jetlag. Geld zu scheffeln ist nur Mittel zum Selbstzweck. Stechuhr, Check, heftig, hier noch die Zeit ist Geld. Alle wollen mehr. So, jetzt ja. Musst du mir das einfach nachmachen. Du wirst akzeptiert, wenn du funktionierst. Du brauchst ein genormtes Leben. Keine Zeit verlieren, alles strukturieren. Der Lebenslauf ist vorgegeben. Immer konsumieren, deinen Herz entgehen und die Ellenbogen heben. Du musst dich kritisieren, du kannst es nicht riskieren, einen anderen Weg zu gehen. Du bist im Bauch geboren, halt, du bist geboren. Schon im Kindesalter lernst du, Zeit geht schnell verloren. Das Leben ist ein Wettlauf und jeder will nach vorn. Wenn du auf der Strecke bleibst, die Uhr macht Tick-Tack, sie bestimmt den Ton. Hast du zu wenig Taktgefühl, ich bin dein Metronom. Ich Pause gedrückt, ja. Alles muss sich lohnen. Pause gedrückt, schon, oder? Nee, ich schreibe so. Okay. Warte. So, dann musst du hier rüber gucken, gell? So, ich bin drüben. Janik? Arze? Ja, ich bin da. 18? Ja. Ah, okay. So, wir sind hier gerade drüben und... Ah, da oben hat's was. Ich geh mal holen. Ja. Oh, so da. Oh, Munition. Glock 18, hab ich die. Ja. Oh, Medipack. Lass mir öffnen weg. Hast du noch genug zu essen? Ja. Und ich würde sagen, hier beenden wir mal die Aufnahme. Okay. Oder? Ja. Also, tschüss Leute. Ciao.